Mario. Huch, was haben wir denn hier? Eine normale Folge Simple Planes? Boah, das gab's ja lange nicht mehr. Tja, ich hab mal wieder ein paar Flugzeuge zu zeigen. Und wir starten mit meinem Lieblings-Airliner. Und der Erbauer hat dieses Flugzeug so genial gebaut. Ich muss aber noch sagen, ich habe ganz leicht was dran verändert. Ich habe das Fahrwerk, also sein originales Fahrwerk war leicht komisch. Da habe ich, das zeige ich gleich nochmal, da habe ich was geändert. Der Paintjob ist anders und ich habe Reverse Thrust eingebaut. Und die Lampen habe ich noch verstellt von den Gruppen her, aber egal, wir gehen da mal hinten hin. Wow, das war schnell. Und Leggy, ja, es ist eine Douglas DC-10. Wow, mein Gott. Hui. Ihr dürft euch freuen, wie wir mit dem Ding losfliegen, denn so groß wie es aussieht, läuft das Ding in 60 FPS. Zumindest wenn ich nicht aufnehme. Ich weiß nicht, wie es während der Aufnahme ist. Mubizen hat aber vorhin erst ein Update bekommen. Ich hoffe, nein, das wurde jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass das mit der Performance was zu tun hat. Ja, allgemein dieses Flugzeug von der Form her geil. Also die Form blieb gleich, ich habe nur den Paintjob verändert. So würde, ehrlich gesagt, auch meine Fluggesellschaft aussehen. So, dann hier unten beim Fahrwerk habe ich was geändert. Und zwar habe ich das vordere Fahrwerk, das war umgedreht. Das hätte sich also nach vorne eingeklappt. Und das habe ich einfach umgedreht, nach hinten geschoben. Jetzt klappt sich das mit nach hinten ein. Ich werde allgemein noch an dem Flugzeug bestimmt was verändern. Ich werde hier oben die Bremsklappen da, die werde ich mal richtig stellen, sodass da keine Lücken drin sind. Muss so ein bisschen drehen, dass da keine Lücken drin sind. Dann werde ich hier mal die Kameras, die man hier überall sieht, die werde ich noch rein tun. Ja, die Lecks müsst ihr jetzt noch aushalten, ist wirklich besser. Fahrwerk habe ich mich schon erstmal dran probiert, das umzubauen. Das wird eine Pest, wenn ich das überhaupt machen werde. Und Flaps wollte ich noch einbauen. Ein Teil. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das hochladen darf wieder oder nicht. Ich habe den Typen gefragt, aber bis jetzt kam nichts zurück. Aber egal. Dieses Flugzeug ist nicht nur mega awesome, weil es meine Banks Airliner ist, sondern dieses Flugzeug, speziell in Simple Planes, ist so mega awesome, weil das Teil von alleine startet. Falls ihr das Ding runterladen solltet, das Teil hat hier keinen Reverse Thrust drin und deshalb fehlt da eine Turbine. Ich habe nämlich eine Turbine, eine große Flugzeugturbine in den Rumpf drin verbaut und deshalb hebt die nicht sofort von alleine ab. So, normalerweise würde ich jetzt schon von alleine abheben, aber bei mir tatscht es einfach kurz auf und hebt dann von alleine ab. So, komm, jetzt fahren wir rein. Ihr seht schon, das sind irgendwelche komischen Triebwerke. Das Flugzeug hat witzigerweise keine Mods und braucht ich keinen Mod mehr runterladen, sonst weiter. Aber ich sagen muss, ich habe schon ein paar Mods hier drauf, ja. Und ja, also sie fliegt 1A. Noch leckt es ein bisschen, wir müssen mal ein Stück nach oben fliegen. Ich mache es absichtlich mit drin, damit es ein bisschen realer ist. Denn das Teil hat einen nicht gerade kleinen Wendekreis. Wenn ich das mal so sagen soll, wer darf. Also es kann locker, über dem Jäger Airport kann es locker wenden, als Airliner. Also wenn man das natürlich so in 90 Grad stellt, oh Gott, ja. Ah, und da seht ihr es, selbst mit Aufnahme läuft es zumindest in 30 FPS und so Schwankies mit 25 und mal kurz 10 FPS, aber ich habe hier schon mal einen Airliner gebaut. Ich weiß nicht, doch, ich glaube, ich sollte den gezeigt haben, die gelbe, die Tui Fly. Das sollte meine A320 sein. Und ihr seht es jetzt 20 FPS gerade. Auf jeden Fall, das Flugzeug ist, also die Tui Fly ist ungefähr nur 2/3 so groß wie die hier und läuft sowas von unflüssig ohne Lags. Und das Teil hier fast lagfrei. Also zumindest für die Aufnahme ist das hier echt gut. Wir wissen ja, Mobizen versaut in letzter Zeit immer mal so ein bisschen FPS, wie jetzt gerade schon wieder. Also, weil solange man hier über dem Wasser fliegt, sind die FPS wirklich gut. Dieses Flugzeug ist übrigens eigentlich auch ultra gut zu landen, das will ich euch jetzt aber nicht antun, mir auch nicht. Ich habe nämlich gerade mal, ich glaube, so geschätzte 5 FPS beim Landen oder so. Warum ist die so gut beim Landen? Einfach, weil sie nicht explodieren kann. Der Bauer hat es nämlich ganz schlau gemacht, der hat das Fuel wirklich nur in die inneren Fuselage-Blöcke getan, hier. Sodass das Flugzeug da nicht drauf fallen kann. Und ich habe mir gedacht, ja,
Ich habe hier so einen kleinen Megatank, sagen wir es so. Ist auch nur ein Fusage-Block, der komplett mit Tank vollgehauen ist. Und da habe ich ein paar davon zugemacht. Heißt, der Fuel-Verbrauch ist nicht ganz so hoch. Und ja, also dieses Flugzeug ist wirklich mega geil. Allein schon die Tatsache, dass es von alleine startet. Ich glaube, das ist mein einziges Flugzeug, was ich hier im komplett Simple Planes habe, was von alleine startet. Ich finde es immer noch so mega. Es ist mein Lieblings-Airliner. Und der läuft einfach flüssig. Also, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, hätte ich jetzt 60 FPS. Jetzt habe ich wieder 20. Gerade so. Oh, jetzt habe ich 25, 30. Und wieder 20. Aber, ja. Das Einzige, was vielleicht nicht ganz so cool ist, ist, dass das obere, also mittlere Triebwerk nur ein kleines bisschen Design ist. Ihr seht, was das Teil vom Wendekreis hat, ne? Quasi gar keinen für seine Größe. Ich zieh mal kurz nach oben. Ich meine, what the fuck, wie wendig ist dieses Flugzeug? Die armen Passagiere, tut mir leid. Vielleicht probiere ich gleich doch nochmal eine Landung. Ja. Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Ich hab schon wieder vergessen. Dieses Flugzeug ist so awesome. Ach ja, das ist obere Flugzeug ist ja nur Design, aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Das obere Flugzeug ist obere Triebwerk, Mann, Alter. So, ich habe jetzt mal komplett hier gecuttet. Mir ist scheißegal. Ui, so darf ich übrigens jedes Mal reinfliegen. Achso, und ich will euch gleich nochmal die 10 Kameras zeigen. Weil ich muss sagen, ich bin gerade im relativ guten Landeanflug. Ach komm, ich warte nicht auf den zweiten, ich fliege gleich auf den ersten drauf zu. Und wenn wir failen, könnt ihr mal sehen, dass dieses Teil eigentlich zu 100% landet. Also ich habe es mal geschafft, dass beide Flüge abgebrochen sind vorne. Ich habe es mal geschafft, dass der rechte abgebrochen ist, aber das Ding stand immer noch da wieder. Es ist mir scheißegal, ob wir hier jetzt auf dem Airport landen oder nicht. Ich will einfach diese Kiste mal landen. Oh ja, ihr seht, wie es laggt. So darf ich jedes Mal landen. Also das ist nicht nur wegen der Aufnahme. Ich bremse schon mal. Oh, da haben wir den Boden berührt. Springen auf die Fahrbahn drauf. Ja, nichts passiert. Dem Flugzeug geht es komplett gut. Es ist kein Teil abgeflogen. Dieses Ding ist so awesome. Ich werde mal gucken, ob ich mir die ganzen Links holen kann. Ich glaube, ich kann mir die ganzen Links holen von den Flugzeugen. Da könnt ihr die selber runterladen. Wie gesagt, wenn ihr dann das hier runterladen solltet, ich mach mal Reverse Thrust, ansonsten knallen wir da noch gegen, Alter. Reverse Thrust. Wenn ihr euch das selber runterladet, hat einen anderen Paintjob und keinen Reverse Thrust. Den habe ich jetzt selbst dazu gemacht. Der ist übrigens ziemlich stark. So, stehen. Komm, Douglas, steh. So, dann gehen wir noch schnell die ganzen Kameras durch. Das soll Cockpit sein, das ist aber noch über dem Cockpit. Wie gesagt, die Kameras wollte ich dann nochmal verschieben. Dann haben wir hier so eine Art Landekamera. Oh ja, das Triebwerk, das Linke hat sich da aufgehangen, egal. Und dann haben wir hier auf der Flügelspitze noch eine Kamera. Die finde ich ganz schön. Eigentlich. Passagierkamera. Was bist du? Auch eine Passagierkamera. Und dann ist gleich auf der anderen Seite auch nochmal. So. Ja, jetzt leckt es halt wieder ein kleines bisschen, aber manch Gott, ey. So. Muss ich jetzt ehrlich gesagt doch mal überlegen, was ich noch zeigen kann. Ich glaube, ich habe aber gerade im Gedächtnis, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Heißt, ich muss gleich mal schnell danach suchen. Aber ich werde heute, glaube ich, nur 3 Flugzeuge zeigen. Ich habe schon die meiste Zeit schon hier mit der Douglas verbraucht. Wow. Das Ding ist aber auch riesig. Ich habe noch eine zweite Version von dem, habt ihr vielleicht gesehen. Nur, also eine zweite Version des Flugzeugs, nicht von diesem Bau hier, sondern vom Flugzeug. Und ihr wisst da, was passiert. Also nein, wisst ihr nicht, aber ich werde das Ding in dieser Folge nicht laden. Boah, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie dieses Teil heißt. Cessna, das Ding können wir eigentlich streichen, aber den Doppeldecker zeige ich gleich. Oh Gott, warte, ich glaube, ich mache das mal schnell ganz kurz. Ach, da haben wir sie ja, die Grumman wollte ich. Grumman F9F-5 Panther. Das Flugzeug hatte ich mal vor nachzubauen. Ich
Hab aber leider die Screenshots davon verloren. Ich habe mir Screenshots gemacht von einer Modellshow. Hab aber dieses Mal gefunden gehabt von der Zeit. Und ich finde, das sieht echt toll aus. Ist leicht laggy, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, habt ihr Gruppen dran gehabt? Hab ich euch die Gruppen dran gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die hatten Gruppen. Ich will mal ganz schnell nachschauen. Ja, ihr habt Gruppen. Gut. Gloomen werde ich auch noch mal schnell zeigen. Die kann man jetzt wissens nicht von alleine starten. Ich sehe aber auch gerade, die hat auch wieder eigens gebautes Fahrwerk. Das hatte Douglas ja nicht. Ja, leicht What the fuck? What the fuck? das sollte nicht passieren. Oh ja, das Triebwerk will ich euch mal zeigen. In dem Ding. Okay, ich glaube, ich muss deutlich hoch. Ich weiß nicht warum, das ist mir noch nie passiert mit diesem Flugzeug. Ah, genau. Ich glaube, die hat so einen kleinen Drall gehabt. Ja, so einen leichten Drall, die neigt sich so ein bisschen. Das liegt aber teils auch an der Engine. Ich will. Ach so, stimmt. Ich weiß, warum die nicht richtig gestartet ist. Das Teil hat Flaps. Die hätte man vielleicht mal hoch machen sollen, nicht? Egal, ich zeig euch gleich mal das Triebwerk von dem Teil. Sonst das Flugzeug, ja, wie gesagt, sieht eigentlich relativ toll aus. Nah am Realismus dran. Hörst du jetzt endlich mal auf mit Laggen, Mann? Alter, dankeschön. 2, 3, 4 hat den Shit gemacht. Was er 1 gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Nee, weiß ich wirklich nicht mehr. Dann haben wir halt noch die MGs vorne. Piu, piu, piu. Wir sind da vorne eine Nase drin, die sieht man von hier aus eigentlich kaum. Da, die schwarzen Teile. So, dann will ich euch mal das Triebwerk zeigen, das sieht nämlich ganz witzig aus. Komm schon. Ja, los. Wo ist das Triebwerk? Da ist das Triebwerk. Es ist, eigentlich eine gemoddete VTOL-Nase. Auch wieder witzig, ne? So, und jetzt ganz schnell noch. Ich will mal sehen, ob der Zuschauer vielleicht dieses Flugzeug erkennen könnte. Der hatte das nämlich auch schon mal gesehen, wenn ich mir ganz sicher bin. Der hatte das auch schon mal gesehen gehabt. Wisst ihr was? Für Dramatik, ich cutte das jetzt einfach mal hier kurz weg per Dings. Ich mach das jetzt nicht per. So, ich habe das jetzt nur mit meinem Aufnahmeprogramm gecuttet. Tut mir halt leid, dass ihr das seht, aber ja. Ich versuche mal das Ding zu starten. Bin das nämlich wirklich noch gar nicht geflogen eigentlich. Aber, die startet aber schnell. Hat aber keinen Fahrt, weiß ich. Mal sehen, ob dieser Zuschauer, ich weiß nicht, ich glaube zu wissen, dass er das mal gesehen hat. Ja. Und zwar, lieber Bad Boy, kennst du dieses Flugzeug? Kein Scherz jetzt, kennst du dieses Flugzeug? Ich glaube mal gesehen zu haben, dass du das auch mal gesehen hast oder sowas. Aber, ja. Alter, ist dieses Teil windig. Leicht laggy. Das liegt jetzt aber wirklich an der Aufnahme und dem Fakt, dass ich, glaube ich, noch ein Programm im Hintergrund laufen habe, was ich vergessen habe abzuschalten, natürlich. So, probieren wir das Ding mal zu landen. Landen. Das ist nicht landen. Landen. Ohne explodieren. Okay, wir hatten schon mal einen Touchdown. Landen ohne explodieren, bitte. Ohne explodieren, bitte. Explodiert. Wie gesagt, ich bin das Ding noch nicht geflogen. Oh, geht doch.
Ja, nicht übertreiben mit Bremsen. Und da steht's. Die lässt sich aber echt gut fliegen. Gucken uns mal. Oh ja, die ist schön weit vorne, das Cockpit. Das ist gut. Da hat man einen schönen Ausblick. Aber netter kleiner Doppeldecker. Und ja. Ich glaube, ich würde sagen, das war's erstmal. Das war's mit dieser Folge. Und ja. Ich werde mal. What the fuck? Nicht mein Fehler. Ich werde mal alle Links zu den Flugzeugen in der Videobeschreibung verlinken, falls ich die überhaupt noch finde. Aber ich glaube, ja, doch. Es ist ein Doppeldecker, finde ich, glaube ich, auf jeden Fall noch. Und egal. Ich werde auch noch einen Link zu meinem Video packen, wo ihr Flugzeugeinsendungen schreiben sollt, schreiben könnt. Flugzeuge, die ich vorstellen soll. Wenn es klappt, bitte nicht zu groß. Also sowas wie ein Schlachtschiff kann ich leider nicht runterladen, das finde ich selber schade. Aber ein Flugzeug, was ich zeigen soll, ein Flugzeug, was ich bauen soll. Und ja, ich sag noch viel Spaß auf YouTube und ich sag tschüssi.